Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Dienstag, dem 15. Januar 2013. Nach einer kurzen Pause zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir jetzt wieder regelmäßig dienstags, mittwochs, donnerstags und an den Wochenenden für Sie da. Negeo wird mich dabei unterstützen. Medias Res, UUP macht gerade hier aktuell eine mehr bärische, das ist eine bullische Formation, macht nämlich ein absteigendes Dreieck, wird in der Regel mehr häufiger bärisch aufgelöst, dass es bullisch aufgelöst wird. Sie müssen sich klar machen, wir sind unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Wir haben einen hässlichen Ausverkauf hinnehmen müssen und sind innerhalb einer Trading Range. Da machen wir so ein kleines bisschen eine bullische Divergenz. Das muss man auf jeden Fall beachten. Zweifelsohne sind wir gerade überverkauft und dennoch sind wir schwach. Also, hier reicht die Kraft noch dahin. Abverkauf an die Trendlinie hoch, nicht mehr ganz so stark. Und da sind wir auch noch nicht ganz an dieser Trendlinie dran. Wenn wir durch die 21,64 per Tagesschlusskurs durchgehen sollten, dann haben wir Potenzial, an diese Gap-Zone zwischen der 21,40 und der 21,25 heranzulaufen. Das ist eine Zone, auf die man auf jeden Fall achten muss, wenn man hier eine bärische Bewegung spielen wird nach dem Bruch der 21,60. Was man sich klar machen muss, ist, jawohl, sehr starker Abverkauf. Jetzt sind wir hier in einer Flaggenformation. Wenn diese Flaggenformation bärisch aufgelöst werden sollte, dann haben wir Potenzial, diese Bewegung nach unten fortzusetzen. Die K- und D-Linien, die sind umeinander geschlungen um die 30. Das ist mehr schwach, als dass es stark ist. Gleichzeitig muss man zumindest auf diese Trendlinie achten. Wenn wir also hier durchgehen sollten per Wochenschlusskurs, 21, exakt 21,47, also befindet sich im Bereich dieses Gaps. Ich sage nicht, dass man hier dann auf einmal US-Dollar-Bulle werden muss. Ich sage Ihnen nur, dass man hier zumindest einmal darauf achten muss, was hier passiert. Denn hier diese leichte steigende Momentumbewegung, die wir hier sehen, unterstützt hier auch diese Bewegung. Und deswegen müssen wir gucken, falls der Markt hier durchgehen sollte, wie weit denn die Kraft reichen wird. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist folgendes. Wenn man sich Euro-Dollar über den Tageschart anschaut, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, waren wir hier, da haben wir miteinander darüber gesprochen, dass der Euro extrem stark ist, sehr, sehr viel Bewegung nach oben gemacht hat, aber dass er auch im Bereich von Widerstand ist und dass er hier so ein bisschen anfängt, eine bärische Divergenz aufzubauen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt sofort durch diese Widerstandszone bei 1,3250 durchgehen sollten. Was passiert? Der Markt kommt noch mal ein bisschen zurück und dann haben wir hier eine Doppeltopbildung, das ist die Nackenlinie, die wird gebrochen und dann geht es ziemlich rasant nach unten an diese aufsteigende Trendlinie. Testen wir, warten Sie, zoomen wir noch einmal ran, testen die Trendlinie. Das, was ehemals Unterstützung gewesen ist, also ehemals Widerstand, gebrochen sollte Unterstützung sein, ist aber nicht. Geht durch, ist Widerstand, nochmal Trendlinie berührt und schauen sich diese bullische Kerze an. Also durch den horizontalen Widerstand, durch die 20-Tage-Linie und vor allen Dingen durch den Widerstand, mit dem wir hier Ende Dezember gekämpft hatten, geht sofort durch Test, geht hoch. Heute eine etwas stärkere bärische Bewegung, allerdings die K- und D-Linien, die sind aktuell oberhalb der 80er-Marke, ohne dass sie umeinander umschlungen sind. Das, was man sich klar machen muss, ist diese bärische Divergenz, die sich hier so langsam ziemlich deutlich anfängt aufzubauen. Also, wenn es den Bullen gelingt, hier über die 1,34 drüber zu gehen, dann haben sie Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Allerdings innerhalb einer Formation, die eine bärische Divergenz hat und dieses höhere Hoch hier nicht bestätigt, wenn man sich das Ganze über den Wochenchart anschaut. Und bitte beachten Sie, ich sage Ihnen jetzt nicht, dass Sie hier jetzt bären werden sollen. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir haben hier eine bärische Kalformation bärisch aufgelöst, sind hier an diesem Widerstand gescheitert und haben sofort eine bullische Bewegung gemacht. Ich will Sie nur dafür sensibilisieren, diese bärische Divergenz sehen wir auch hier. Wir sehen, dass wir eine horizontale Widerstandsmarke im Bereich der 1,3448 haben. Hier war es nämlich Widerstand gewesen und im Bereich der 1,3533 die 200-Wochen-Linie. Wir haben Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Der Dollar sieht gerade schwach aus. Das Einzige, was ich Ihnen sagen möchte, ist, wir haben eine bärische Divergenz und deswegen sollten Sie nicht sorglos Bulle werden, wenn Sie hier eine Swing-Trading-Position auf der Long-Seite aufbauen möchten, für den Fall, dass wir hier diese Hochs im Bereich der 1,34 dann nach oben auflösen sollten, wenn man sich das Ganze über den Stundenchart anschaut. Also, starke bullische Bewegung, dann machen wir eine Art parallel verlaufende High-Base. Flaggenformation, nochmal eine bullische Bewegung, die ist aber nicht mehr ganz so stark. Wir kommen zurück und schauen uns das an. Hier war Widerstand, hier war dann Widerstand gewesen, hier wäre dann Unterstützung gewesen. Diese Unterstützungszone hält und der Euro geht nach oben. Der befindet sich gerade im Bereich der 1,33 bis in etwa 1,32.
72 in einer Unterstützung und hat Potenzial, diese bullische Bewegung jetzt nach oben fortzusetzen. An die 33,40, das ist immer die kleinere Zeiteinheit. Und wenn es darüber geht, an die 1,34 und drüber hinaus. Das Ganze ist vollkommen passiert in dem Augenblick, in dem es unter die 1,32,50 nach unten durchgehen sollte. Auf dem Weg nach oben Widerstand über die 34, dann Potenzial für die Bewegung an die 35er Zone. Insgesamt gibt es gerade einige Forex-Paare, einige Devisen, muss man sagen, die gegenüber dem Dollar eher eine bullische Formation aufgebaut haben. Die Frage ist, ob wir es dann auch schaffen werden, diese bullische Formation bullisch aufzulösen. Das hier bei Aussie gegenüber dem US-Dollar ein aufsteigendes Dreieck, mehr bullisch, als dass das bärisch ist. Wir müssen über die 1,06er Marke drüber gehen. Bitte machen Sie sich hier auch nochmal klar. Wir haben hier per Tagesschlusskurs die Marke bei 1,0577. Wir haben schon mal versucht, hier nach oben zu laufen, haben dann eine Shootingstar-Kerze gebildet. Und damals liefen wir bis an die 1,2625. Und warten Sie, schauen Sie sich das an, hier nicht ganz saubere Doppeltop-Bildung, die Nackenlinie bei 1,2633. Darüber gibt es nochmal richtig viel Potenzial. Also, wenn Sie sich über die kleinere Zeit anhören, also über den 4-Stunden-Chart hier reingehen, und deswegen habe ich Ihnen auch nochmal die 25er-Marke bei unseren Formationen des Tages eingezeichnet gehabt, müssen Sie sich klar machen, dass hier nochmal ein bisschen oben drüber Widerstand ist. Am besten, Sie warten die 33 ab, dass sie signifikant gebrochen worden ist, und dann haben Sie Potenzial für eine Fortsetzung der bullischen Bewegung innerhalb dieser mehr bullischen als bärischen Formation. Wenn der Markt es nicht schaffen sollte, die 1,0522 zu halten, dann ist diese Formation zumindest kurzfristig passiert, und dann muss man sich zumindest wieder an dieser aufsteigenden Trendlinie orientieren. Ähnlich bärisch für den US-Dollar sieht es aus, wenn man sich das Ganze beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar anschaut, wobei man dazu sagen muss, ich habe Ihnen das jetzt nicht nochmal extra mitgebracht, aktuell der australische Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in einem Dreieck, der australische Dollar sieht aus, als würde er da oben ausbrechen wollen und als wäre er gerade stärker, ist aber auch am Widerstand. Wenn er nicht durchgeht, dann muss man wiederum den kanadischen Dollar favorisieren. Sei es drum, also gleichschenkliges Dreieck, bärisch aufgelöst worden, Low-Base-Formation, wann immer die Bullen versuchen, wieder an diese Trendlinie heranzulaufen, sie scheitern, da ist Widerstand. Wenn wir hier durch diese Trendlinie im Bereich der 98,25 durchgehen sollten, dann haben wir Potenzial, diese Bewegung um 50, 60 Pips nach unten fortzusetzen. Wir haben eine sehr bärische K&D-Linie umeinander geschlungen, ohne dass sich hier Stärke im Momentum entwickelt. Dieser Markt, in meinem Dafürhalten, bettelt fast darum, hier wirklich bärisch aufgelöst zu werden und diese Bewegung zumindest an diese Trendlinie, an die 97,70 zu machen. Wenn man sich Euro gegenüber dem Schweizer Franken anschaut, der Schweizer Franken, man muss sagen, die SNB hat einen relativ riskanten Kurs aktuell aufgefahren, das ist gerade in den Medien reingekommen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ich hatte Ihnen seinerzeit, das war im September gesagt, in dem Augenblick, in dem wir die 1,22 bullisch auflösen sollten, da kommt nochmal richtig Potenzial rein. Natürlich wird diese Bewegung durch Nachrichten getriggert. Natürlich ist das hier eine sehr, sehr starke Bewegung. Ich kann Ihnen sagen, ich habe diese Bewegung verpasst, weil ich in den letzten 3 Tagen mir den Schweizer Franken nicht angeguckt habe, weil ich so viel um die Ohren hatte, dass ich genau den Schweizer Franken mal weggelassen habe, gerade weil wir hier sehr, sehr lange seitwärts gelaufen sind. Dafür bestraft mich der Markt. Warum? Dass ich nicht konsequent gehandelt habe. Und da sieht man einfach mal, worauf es nämlich beim Trading ankommt. Nicht darum, dass man eine Meinung hat oder dass man irgendwas mehr weiß als andere, sondern dass man immer wieder sich an seine Hausaufgaben macht und sich die Charts anschaut. Aktuell bin ich da aber auch relativ entspannt, kann ich Ihnen auch sagen, warum. Also, wir haben eine sehr starke, sehr klare Kaufformation in der Stochastik, sind aber auch jetzt so langsam überkauft und sind an einer horizontalen Widerstandsmarke. Wenn Trading ein Wunschkonzept wäre, dann würde ich mir wünschen, dass wir jetzt hier ranlaufen, an diese 1,25er Zone vielleicht ein High Base machen, Pullback machen, bevor man dann die nächste bullische Bewegung macht. Klar. Es kann sein, dass wenn er das nicht macht und sofort durchläuft, dass ich dann immer noch an der Seitenlinie stehe und mir das angucke und keine Position aufgebaut habe. Ich bin aber auch kein Momentum-Trader, sondern ich bin jemand, der gerne Formationen tradet, und diese Formation muss mir der Markt geben, damit ich ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis habe und nicht einfach sage, ah nein, jetzt verpasse ich hier diese 300 Pips und was passiert? Okay, dann verpasse ich halt die 300 Pips, dann hole ich sie mir woanders, und wenn ich sie dann nicht mir woanders hole, das Entscheidende ist, ich habe keinen Bock, unnötig ausgestoppt zu werden, unnötig meine Positionen hier im Markt verlieren zu sehen. Knochenbrecher, oh ja, US-Dollar, japanische Yen, haben wir Knochenbrecher getauft, weil es immer gerne seitwärts läuft. Und wenn es mal losgeht, dann wird es sehr, sehr dynamisch. Und Sie sehen, wir haben hier diese Dreiecksformation bullisch aufgelöst. Was ich Ihnen zeigen möchte ist,
Wir haben zweifelsohne übergeordnet, über den Wochenchart, nach wie vor Potenzial. Allerdings, schauen Sie sich das an, Ausbruch, hinterher ist es immer ganz einfach. Hinterher, das möchte ich auch nochmal sagen, kann ich Ihnen das zeigen und sagen, ja, hier, guck mal, High Base, Ausbruch und so weiter und so fort. Aber in so einer Bewegung dann immer wieder diese High Base mitzutraden, nicht ganz einfach. Aber, also, Ausbruch, eher eine seitwärts verlaufende Flaggenformation, nächster Ausbruch. High Base, Ausbruch. Schwieriger High Base, noch ein Ausbruch. Schwieriger Pullback, noch ein Ausbruch. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Ausbrüche. Das muss man wissen. Und das Momentum zeigt jetzt hier mittlerweile nach unten. Aber die K- und D-Linie, die sind immer noch umeinander geschlungen. Und das ist bullish. Also, in dem Augenblick, in dem wir die 90er-Marke bullish nach oben verlassen sollten, haben wir auch nach wie vor für einen Swing auf der Long-Seite. Aber mit dem Wissen, was ist hier passiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausbrüche haben wir schon in einer Bewegung. Und man muss sich dann aber auch darüber im Klaren sein, Mensch, der Markt ist schon sehr, sehr lange gelaufen. Dieser Markt ist sehr bullisch. Das sieht man immer durch die steigende 20er, 50er, 100er, 200er. Der Markt ist dann aber auch schon eine ganze Weile weit weg, nämlich von der 20-Tage-Linie. Und das zieht er dann wieder an den Kerzen heran und möchte wieder, dass der Markt an die gleitenden Durchschnitte zurückkommt. Der langen Rede kurzer Sinn, Ausbruch, jawohl, kann man traden, muss man aber wissen, dass das hier schon mehrfach gelaufen ist und dass es vielleicht ein Fake-Out ist, dass man auf jeden Fall einen Stop-Loss braucht und mit jedem Ausbruch wird die Wahrscheinlichkeit eines Fake-Outs umso größer. Bevor Sie den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen als Ausbruch traden, in meinem Dafürhalten, dann lieber die stärkeren Assets aktuell. Und derzeit sind zum Beispiel der australische Dollar, der Euro, deutlich stärker als der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Das erzähle ich Ihnen ja immer wieder. Aktuell, wenn man da was machen will über die kleinere Zeit, also wir hatten jetzt hier eine bärische Kahlformation aufgebaut über den Stundenchart, der wird jetzt hier abgebaut. Wir kommen an die 88,35, das war ehemaliger Widerstand. Das nutzen Trader über die kleinere Zeiteinheit und gehen jetzt bullish in den Markt hinein. Entweder testen wir nochmal die 88,35, dann haben Sie gute Chancen-Risikoverhältnis, weil das sich schon einmal gehalten hat, bevor es dann die nächste Bewegung nach oben gibt. Ansonsten, wenn Sie jetzt hier den direkten Ausbruch aus dieser sogenannten High Base über den Stundenchart traden, ja, dann haben Sie einen Ausbruch, weil hier nämlich Unterstützung, gebrochen, Widerstand, 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 geht durch, hat Potenzial, aber dann haben Sie auch noch Widerstände vor der Brust, 89,20 und dann nochmal die 89,60 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn, dann müssen Sie in der Lage sein, so etwas über die kleinere Zeiteinheit zu managen und nicht zu sagen, alles klar, Ausbruch, geht wieder an die 89,61. Volatil, sehr stark, zweifelsohne aktuell eher, wenn Sie jetzt diese Range spielen, über die kleinere Zeiteinheit. Wenn man sich den Wochenchart anschaut, der Markt ist bullish. Der hat eine K- und D-Linie, der ist umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke, auch wenn er wirklich deutlich überkauft ist, denn die K- und D-Linie, die sind aktuell beide bei 96. Wir haben zweifelsohne als Zeichen, dass wir überkauft sind, 1, 2, High Base, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen in Folge im Wochenchart mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen sage, vorsichtig, wenn Sie jetzt noch einen Ausbruch traden, also das wird aller Voraussicht nach nicht nochmal 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter und so fort, sondern das ist schon sehr, sehr ausgedehnt und übergeordnet ist es dann besser, wenn wir über den Wochenchart einen Pullback machen, über den Wochenchart eine bullische Formation bilden und dann kann man diese Formation auf der Long-Seite traden, wenn sich das Ganze dann auf der Long-Seite auch ausspielen sollte. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das nächste Update zu den Forexes gibt es dann wieder morgen. Und dann hoffe ich, dass ich Sie alle wieder begrüßen darf. Sie tun mir den Gefallen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bewerten Sie es doch bitte positiv. Und andernfalls klicken Sie doch gerne auch auf den Daumen nach unten, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie dieses Video mit Freunden, Kollegen und anderen Tradern teilen würden. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.